Paul 10 Jahre behauptet, in meiner Altersklasse bin ich der Beste im Kartslalom und bezwinge sogar Amateurrennfahrer Tim Melzer. Beide Gegner haben 3 Versuche, einen mit Pylonen begrenzten Slalomparcours so schnell wie möglich zu durchfahren. Für jede umgefahrene Pylone gibt es eine Zeitstrafe. Beide fahren jeweils abwechselnd, die schnellste der 3 Runden zählt. Und ich sage klein gegen groß, auf los geht's los. Paul, Strecke ist bereit. Und da ist er in der Brezen. Wir haben ein paar Orientierungsmarkierungen für Sie auf dem Boden aufgebracht. Ganz sauber hat er die Brezen ohne Fehler durchfahren. Jetzt kommt die Wende mit der Einfahrt ins Y. Auch hier ganz saubere Kurventechnik. Gas geben, anbremsen und die erste Zeit steht. So, wir haben die erste Zeit, Paul. 26,4. Das ist mal jetzt eine Hausnummer. Mama und Papa haben schon mal geklatscht. Ja, jetzt gucken wir mal, wozu Tim Melzer in Lage ist. Du wartest hier bitte noch kurz. Bist du bereit? Dann auch für dich, erste Runde, kann losgehen. Und auch, also, knapp am Reihen, alle Pylonen stehen fast noch. Oh, da hat er sich ein bisschen verfahren. Ja, ich glaube, der erste Versuch war eine Nullnummer. Kleiner Ausritt ins Kiesbett. Kann passieren. Das ist schon anderen ganz Großen passiert im Rennsport. Wie schnell? Wie schnell? Du hast doch gar keine, du bist doch gar keine ganze Runde gefahren. Ach mal. Ja? Scheiße. Ich wollte zu viel. Ja, du wolltest zu viel. Ja. Okay. Aber gar kein Problem. Du hast ja noch 2 Versuche. Jetzt kannst du ja beim Paul mal gucken. Jetzt gucke ich. Okay. Paul, dein 2. Versuch. Auf geht's. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Unglaublich sicher geht er da durch. Ist schon wieder mitten in der Brezen drin. Gerade noch durch. Jetzt die Wende mit der Einfahrt ins Y. So, jetzt müsstest du durchfahren. Und da kommt das Ziel. Sehr gut, 1 Sekunde verbessert. 25, eine unglaubliche Präzision, die da zu sehen ist. Du liegst natürlich im Moment vorne. Augenblicklich wären wir froh, wenn der Tim Melzer eine komplette Runde schafft. Ne? Ohne Fehler. Gut, wir schauen uns das an. Du wartest hier. Strecke ist frei. Tim, deine 2. Runde. Du kannst. Was denn los? Was? Fahr mir nicht über die Füße. Mach dir 5 Runden, bei der dritten bin ich drin. 5 Runden meinst du? Ja. Das Ding ist, dass ich am Anfang immer zu gierig bin und wenn mir die erste Pylone schon unter den Wagen fällt. Und das ist wie beim Essen. Ja. 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 Wer bei der Vorspeise schon zu gierig ist, hat beim Hauptgang keinen Hunger mehr. Sag mal, von wem hast du denn diese Rennfahrerlizenz eigentlich bekommen? Ja, offizieller Rennverband. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man die auch wieder entzogen bekommen kann. Na ja, das ist echt schwer hier, ernsthaft. Ja, nein, das ist klar. Deswegen haben wir ja jemanden mit einer Rennlizenz ausgesucht. Ja, aber ernsthaft, selbst Vettel würde hier gerade Probleme haben. Okay, du kannst dir das ja bei Paul noch mal angucken. Guck ich. Ja? Ja. Gut. Also, Pauls 3. Runde. Müsst dem Tim ein bisschen Mut machen, auch aus dem Studio und so jetzt, ne? So. Nicht losfahren, ne? So knapp, Tim! Ja? So knapp! So, Strecke ist frei.
Auf geht's, Paul. 25,4 ist die aktuelle Bestzeit. Immer hart am Limit. Es ist ein Spiel von Gas und Bremse. Guck mal, das ist die Brezen da hinten so, ne? So ein Stück nach vorne. Ganz sauber, Paul, komm, da geht noch was. Auf geht's, Paul, und jetzt. Oh. Also, 25,9. Die zweite Runde war die schnellste mit 25,4. So, Strecke ist frei. Da gab es ja nicht viel zu tun. Paul hat ja nichts umgefahren. Tim, wir stehen total auf das, was du hier machst. Gib Gas, Strecke ist frei. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass er sich was tut, weil er alles riskiert. Und da hinten rum, genau. Sehr gut, jetzt hat er es da raus. Kommt mal hier, wer ist das? Sehr gut. Oh. Tim, das war ganz knapp. Wir können noch mal drauf gucken. Ganz sauber, hier. Ja. Unglaubliche Bilder. Das Kartduell. Ja, ja. Ne? Gewinnt. Können wir jetzt auch kurz machen. Ganz knapp. Paul Speck. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.